Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute gibt es einmal einen Bike-Check. Ich zeige euch mein neues Road to Goat Buch Maxi Range Renngefährt her. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, Burschen, wie ihr wisst, habe ich ganz schön lange dafür gebraucht. Genau gesagt, 3 Jahre haben wir jetzt dran gebaut. Das war der ganze Start von dem YouTube-Kanal eigentlich. Wir haben, glaube ich, um die 15 Folgen Road to Goat damit gehabt. Und ja, gut Ding braucht Weile. Deshalb habe ich mir so lange damit Zeit lassen, dass alles wirklich perfekt wird. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ja, wir gehen einfach von oben nach unten einmal. Wir starten mit den Bremsen. Ich habe verbaut Magura MT7 Bremsen. Das Ganze ist vor einem Downhill Mountainbike Radl. Hat extrem gute Bremswirkung, ist sehr leicht. Also man braucht nicht unbedingt eine Moped Bremsen. Man kann es auch vor einem Downhill Mountainbike verwenden. Weiter geht es eigentlich mit dem Lenker ebenso von Downhill Mountainbike. Ist ein Rental Fettbar mit dem Rental Fettbar Vorbau eigentlich zur Downhill Gabel dazu. Federbein haben wir auf Fox RC4 verbaut mit einer, ein bisschen einer härteren Feder. Welche genau das jetzt ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe 2 verschiedene, die wechsle ich dementsprechend, wie ich es brauche eigentlich. Und das Ganze geht in Raumann rein. Es war eigentlich meine Vision, dass man das Maxi bei einem Maxi belost eigentlich, dass das Heck auch noch drauf ist und dass das Ganze von der Schwinge quasi in Raumann rein die Federung geht. Ja, wenn wir schon da unten sind bei die Bremsen, wir haben genauso Bremsscheiben eigentlich für ein Downhill Mountainbike, haben uns Adapterplatten gebaut für die Felgen. Die Felgen sind von Happy Motor Parts, das sind eigentlich Bitbike Felgen, sind recht super, kosten nur 50 Euro, kann sich jeder dort bestellen. Sollte man aber auf jeden Fall die Speichen nachziehen. Wir sind beim ersten Mal fahren locker geworden, aber seither hat es kein Problem mehr gegeben, also können wir auf jeden Fall empfehlen, die Felgen. Reifen, auf die Felgen drauf, fahren wir von Kenda Millville. Auch super Reifen, kriegt es bei Buchshop überall reicht so zum Kaufen. Jetzt zur Felgen noch gar. Auf der anderen Seite von der Bremsen haben wir noch das Granzl drauf. Das ist ein Aluminium-Rolling, wo man die Löcher bohren kann, eigentlich wie man es will. Das haben wir da verbaut, haben sie auch wieder einen Adapter gebaut für die Happy Motor Parts Felge und ja, kann man auch noch jedem empfehlen, ist wirklich für jede Felge nämlich anwendbar. Ja, wie es heutzutage eigentlich schon Standard ist bei den Großmaxis, haben wir vorne eine Fox Float 40 Gabel eingebaut, haben also oben bei der Maxi den Gabelkopf rausgeschnitten, haben dort ein Rolling genommen, haben die Lagersitze reingedraht, alles drum und dran und haben dann das inklusive der Gabel eingeschweißt wieder in den Tank. Natürlich bei mir, ich habe so lange Füße, bei mir ist es immer besser, wenn das Moped ein bisschen höher ist und deshalb haben wir zusätzlich oben die Gabel noch ein bisschen verlängert. Genau gesagt, glaube ich, waren es 11 oder 12 cm. Das ist dann gerade so viel, dass es bei mir in die Kurven ausgeht, dass ich für meine Füße auch ein bisschen am Platz habe. Dann haben wir noch die Fußrasten. Fußrasten sind eigentlich auch von einer Motocross-Maschine. Sind Nachbau von den Scapa Fußrasten. Gibt es, glaube ich, auch Amazon überall. Sind gar nicht so teuer, 30, 40 Euro. Gibt es sogar mit Reservestift. Bei mir fallen schon die ersten Stifte nach dem ersten Rennen. Und bieten auch eigentlich einen guten Grip. Also kann ich auch jedem empfehlen. Ja, bei den Plastikdeckeln habe ich verschiedene wieder. Eigentlich einmal vom Kotflügel her ist das ein 65 Kubik KTM Kotflügel in Schwarz. Startnummerntafel ist auch von der KTM 125, das ist ein wichtiges Baujahr 2021, also schon die ganzen Eichendeckeln auch in Schwarz natürlich. Und die Beklebung habe ich von der Firma Unite Design, die machen euch das individuell, ist echt klasse. Haben wir alle meine Sponsoren drauf gedruckt, meine Startnummer, alles wirklich so, wie ich das eigentlich haben wollte. Und wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr euch auch, glaube ich, immer jederzeit bei denen rühren. Die machen eigentlich wirklich alles so, wie es perfekt ist. Dann sind wir endlich einmal beim Motor angelangt. Das Ganze hat ca. schätze ich mal um die 16, 17 PS sowas. Ist von Zeug Maxi Factory bearbeitet worden. Ist ein E50 Motor mit 74 Kubik Italkit Gilardoni. Wir fahren da den Vertex Kulm. 24er Polini BWK Vergaser, haben Rito Kurbelwellen drinnen und dafür einen extra angefertigten Auspuff, der ist auch von Zeug Maxi Factory.
Was ist noch zum sagen? Wir haben eine KTM-Kupplung drinnen, KTM SX50, glaube ich, ist für jeden auch ein Begriff. Und vorne die BVL-Innenrotorzündung. Und zu guter Letzt, das Beste kommt zum Schluss, wir haben einen DAX Factory Anreißer drauf. Den gibt es auch für jede Zündung, egal für welche Distanz also ihr da in Abstand braucht. Bei DAX Factory kriegt ihr da eigentlich wirklich für jede Zündung einen richtigen Anreißer dazu. Ja, das war's dann eigentlich schon mit unserem Bike-Check. Heute mal ultra professionell, geiles Video draht mit Manuel Lenz. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr es ja jederzeit in die Kommentare reinschreiben. Ich probiere, dass ich es so gut wie möglich alle beantworte. Ansonsten würde ich sagen, bleibt weiterhin dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Für dich.